Recht herzlich willkommen zur 66. Folge von Simotrans Kooperation. Ja, wir sind kurz vorm Bankrottgehen. Ich bin jetzt schon sehr pessimistisch und glaube, dass es nicht mehr reicht. Der Michael Friedrich hat das schon vor längerer Zeit gesagt, dass es nicht mehr klappen wird. Einzige Chance, die ich jetzt noch sehe, dass wir irgendwie noch Züge mehr kriegen würden. Da geht's zum Monument. Da zur Kohlezeche, da sind aber alles keine Zahlen, die jetzt, ne? Koblenz Rathaus, da würde vielleicht was gehen. Koblenz Rathaus ist da oben, das ist aber eine Strecke, die, sag schon, sehr eingleisig ist. Da, obwohl da ist eine Ausweiche. Da müsste man vielleicht hier noch eine Ausweiche haben, ne? Da müssen wir wieder Schienen bauen, die wieder Geld kosten dann. Ach, guck mal hier, das ist auch nur ein Zweier Bahnhof, deswegen klappt das auch hier nicht, ne? War das nicht schon mal umgebaut? Ja, okay. Dann müssen wir mal ganz schnell Gleise haben. Jetzt haben wir. Also, mal sehen, wie groß sind die anderen Bahnhöfe? Sechs. Ja. Dann wollen wir mal gucken, sechser Bahnhof dahin zu kriegen. Zwei, drei, vier, fünf, sechs. Zwei, drei, vier, fünf, sechs. Das passt dann schon mal. Ich glaube, das war's dann dort. Und dann können wir da was abreißen. Das auch weg. Das Gleis nochmal umgestaltet. Nämlich so hin. Und jetzt müssen wir nur gucken, wer da in dem Bahnhof angehalten hat. Da hält keiner an. Okay. Ja, super, ne? Das sind, sag schon. Freie Wegpunkte sind das jetzt geworden, ne? So, einfügen, den, löschen. Den. Und wir müssen da erst hin. Einfügen. Freien Wegpunkt löschen. So, jetzt sollte der auf jeden Fall da lang fahren. Das passt, das passt. Ist nur die Frage, welcher Zug kommt hier noch vorbei, ne? Kommt hier einer von da oben, glaube, ne? Na, da können wir hier die Strecke sehen, wie der heißt. So, da ist er. Dann müssen wir dann runter wieder. Linie ändern. Einfügen, den und den freien Wegpunkt löschen wir raus. Aachen, Bonn, Koblenz, Bonn, passt. Gut, das kann zu. Das auch so. Käme noch ein Zug woanders weg? Ich glaube nicht. Der fährt jetzt da lang. Und da geht's ja nach Trier, oder? Wo ist Trier? Ja. So ein schönes Haus daneben, ne? Ja. In Mainz warten 778 Gäste. Zwischenzeitlich war mal Koblenz weg und deswegen
Sind die Fahrgäste auch weg? Auch schön, ne? Hat gut geklappt. Okay. Auf der anderen Seite bedeutet das, dass wir hier vielleicht den Zug hätten anders schicken müssen. Hier gibt es kein Depot, denke ich mal, ne? Da ist auch ein Nenntrier. Wie weit geht's denn hier zum nächsten? Saarbrücken müsste doch da irgendwo sein, ne? Hm, keine Ahnung, wo Saarbrücken liegt. Ist das nicht irgendwo hier an dem Fluss? Nee, das muss ein Kanal sein, der da reingeht. Da ist schon Karlsruhe, aber viel zu weit südlich war das dann. Da ist Saarbrücken. Ach, da ist die Saar gar nicht eingefügt dann. Okay. Gut. Was machen wir dann? Gute Frage, ne? So, den Bahnhof haben wir noch umgebaut. Es geht immer noch um wartende Gäste hier. Frankfurt. Nach Hagen wollen da welche. Frankfurt hat auch ein Depot hier irgendwo, oder? Nee, doch nicht. Hätte ich jetzt gedacht. Ah, Darmstadt. Frankfurt. Kurze Strecke. Könnte man mal gerade was hinbauen, ne? Aber das reißt uns jetzt auch nicht mehr raus. Da ist der Zug unterwegs in diese Richtung. Der hat da eine Ausweiche. Aus Dortmund ist dann ein Zug unterwegs. Wer fährt denn da jetzt lang? Aha. Siegen, Hagen, Siegen und ja, da sollte man vielleicht überlegen, dann zwei Linien rauszumachen, ne? Frankfurt Siegen, dann machen wir eine neue Linie. Die geht dann von hier nach Siegen. Hier war Siegen. Dahin, fertig. Hagen, Siegen. Passt. So, da muss ein Zug dann drauf. Und den starten wir von... Wer ist denn das hier? Der fährt schon mal in die richtige Richtung. War da unten nicht noch ein Zug drauf? Haben wir da schon zwei drauf? Nein. Doch, da unten fuhr doch einer im Norden, ne? Hier ist er doch. Es sind schon zwei Züge drauf. Gut, das heißt, dieser hier kriegt gleich die Fahrt nach Siegen, zwischen Frankfurt und Siegen, und der andere kriegt die Fahrt zwischen Hagen und Siegen, Frankfurt, Siegen, Hagen. Er fährt nach Siegen. Und kriegt einen neuen Fahrplan, und zwar den neu erschaffenen Hagen-Siegen. Fahrtrichtung Siegen. Passt. Und der fährt dann auch weiter. So, und dann müssen wir die Linie bei dem anderen ändern. Frankfurt-Siegen-Hagen. Linie ändern. Da muss Hagen raus. Frankfurt Siegen ist dann nur noch wunderbar. Gut, okay. Dann da mal zu. Der kann auch zu. Und den machen wir auch noch zu. Und dann können wir gerade gucken. Frankfurt. 2299. Über Siegen Rathaus.
So, der wartet jetzt, bis der andere kommt, oder wie sehe ich das? So, da müssen da ganz schnellstens zwei Signale hin. Eins da. Eins da. Schon fährt er wieder. So. Und wie viele Gäste hat der hier drauf? Voll geladen. Bis dahin ist zweispurig. Da ist einspurig. Ich glaube, wir könnten hier eine zweite Spur machen. Aber es bringt uns auch nicht wirklich was, oder? Hannover über Hamm Rathaus. Hamm kommt er auch weg. Dortmund stehen auch reichlich. Wo wollen die alle hin? In der Altstadt vor allem. Wo ist die Altstadt? Da rechts. Ja, das funktioniert also auch nicht. Koblenz sind 20 Passagiere nur noch. Ingolstadt, wie viele stehen denn da? Nürnberg und Ulm. Ja, sind ganz viele, die da durch die Gegend fahren wollen, ne? Und wir sind richtig schlecht unterwegs. 202.000. Kriegen sie auch nicht gedrückt. Ja, ich setze mal noch einen auf die Linie hier. Da geht noch einer mehr dran. Und der fährt dann Frankfurt Siegen. Haben wir nicht umbenannt. Starten wir mal. Dann müssen wir schnellstens in die Linienverwaltung und das dann noch umbenennen. Hier muss das weg. So. Jetzt kommt er raus und fährt hoffentlich nur bis da und dann kann er weiter. Genau so wird es sein, will ich hoffen. So, der letzte fuhr Frankfurt Siegen. Dann muss der 1, 2, 3, 4, 5, 6 haben. Ne, das war irgendwie falsch gelaufen. Erst eine Lok, ne? So. Und der fährt dann Frankfurt Siegen, Hagen Siegen fährt er dann. So, jetzt wird's aber eng da. Mal gerade schneller fahren. Der fährt noch weg. Und der fährt nach Hagen und Siegen. Machen wir den Start da auch raus. Depot weg. Okay, da könnte wäre bis nach da fahren, das geht. Aber hier unten muss irgendwo noch vielleicht eine Ausweiche hin. Ich denke mal, hier macht Sinn, eine Ausweiche noch zu haben. So, 1, 2, 3, 4, 5. Sollte das reichen? Gute Frage, ne? Ich glaube, wir machen da besser einen länger. Und zwei Signale dahin. Passt. Gut. Und hier unten bräuchten wir das, glaube ich, auch, ne?
Da ist eine Ausweiche. Es wird gerade gemeckert. Saxonia steckt fest. Und was hier passiert. Ja. Die muss bis dahin dann nochmal zurück. Ja, das geht nicht, ist klar. Ah, die Lupe. Fahrplan Oldenburg Rathaus. So, mal gerade ein bisschen zügiger. Und jetzt können wir den Fahrplan auch wieder zurückstellen. Aber warum ist der da? Ah, ich weiß warum, weil der hier eine Mindestbeladung gekriegt hat, ne? Genau so ist es. Das heißt, da können wir uns keine Mindestbeladung leisten. Und die müssen alle weg. Weil da zwei Züge auf dem gleichen Gleis sind. Gut. Dann ist das erledigt. Der Kleine fährt auch schon wieder da lang. Das passt dann alles. Der kann da raus. So, hier sind wir, glaube ich. Da haben wir eine Ausweiche geschaffen. Weiß jetzt aber nicht gerade, wo der steckt, der zweite Zug davon. Ah, der wartet schon mal da. Dann passt das ja. Hier kommt auch einer an. Ich glaube, der fährt bis nach Frankfurt durch, ne? Genau so ist es. Gut. Frankfurt Siegen, die Strecke, haben wir dann schon mal ein bisschen was bearbeitet. So, Hamm wartet intern genug, genau so ist es. Bringt also nichts, da was zu bauen. Und Dortmund ist das gleiche. Frankfurt haben wir, dann Hannover. Hannover hat Fahrgäste, die nach Hamm wollen. Wo kommt der her? Hannover-Bielefeld-Hamm fährt er. Und dieser hier? Da sind schon zwei drauf. Der fährt woanders lang. Halt, stopp, da ist noch einer. Aber der fährt nach Osnabrück. Ah, da ist noch einer. Drei Züge da drauf. Ja. Wahrscheinlich zu wenig Ausweichen hier, ne? Und Kohlezug, das ist alles gut. Was macht unser Kraftwerk überhaupt? Hat das genug Kohle immer schön? Ja, sieht so aus. Gut. Ja. 22,4 Millionen. 800.000 haben wir noch. Gut, ich würde sagen, wir machen hier erst wieder eine Pause. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann, tschüss.